Alle Forumsmitglieder, neben dem Test der Öhms Black Pearl habe ich bereits vor ca. 1,5 Wochen, da war die Pacific Polyforce noch drinnen, eine Hybrid reingespannt. Soll jetzt mal vorläufig der letzte Hybrid-Test gewesen sein. Im Frühjahr geht es dann weiter. Und zwar war das die Luxilon Alubauer 1,25 längs und quer die ISOSpeed Professional Plus in 1,20. Ich mache jetzt absichtlich den Vergleich mit einer anderen Hybrid-Kombi, weil sie jetzt mit Polyester-Seiten zu vergleichen, pur, bringt gar nichts. Deswegen mein direkter Vergleich mit der Luxilon Babolat Darmkombi bzw. der Darmkombi dann mit der Hex, wobei die Hex doch ein bisschen anders zu spielen war in Kombination mit der Darmseite. Ich muss ehrlich sagen, ist das die schwächste Hybrid-Kombi bis jetzt gewesen. Die Hex plus Darm sowie auch die Luxilon Alubauer plus Darm haben mir einfach besser gefallen. Die ISOSpeed ist, wie gesagt, und das haben wahrscheinlich auch viele bereits gewusst und geahnt, die ISOSpeed Control Professional, Entschuldigung, die ISOSpeed Professional Plus ist keine Darmseite und deswegen hat sie auch nicht das gehalten, was ich mir eigentlich erwartet habe, vorgestellt habe. Sie ist einfach weicher. Insgesamt gibt diese Kombination viel zu viel nach. Während bei der Darmseite trotz des Touches die Stabilität in höherem Ausmaß vorhanden war. Ich habe heute bzw. diesem Wochenende noch einmal ein Match gespielt damit, ein ernstes Match, und zwar am Samstag im Wintercup in Pernitz auf einer Granulathalle, Granulatbelag, mittelschnell. Habe dieses Match zwar gewonnen, 6-1 im 6, habe aber gesehen, dass der Gegner, der eigentlich viel schwächer war, mit dem seinem Spiel ich in dieser Kombination ganz wenig machen konnte. Also de facto war, ich habe eher mit mir selber zu kämpfen gehabt und mit dem Material und probiert, wie gesagt, mit dieser eher weicheren Kombi dein Spiel aufzuziehen, was einfach mir nicht geglückt ist. Diese Hybrid-Kombi ist nichts für mich, um eine Stabilität in meinem Spiel zu finden. Deswegen Stabilität ganz schlecht. Schleudert mir einfach zu viel, speziell auch dann, wenn man beim Volley ziemlich hart angeschossen wird, habe ich die Volleys einfach nicht gescheit setzen können. Dann nur einen Schläger zu blocken, hinzuhalten, das ist ganz schwer gegangen. Also man braucht natürlich ein Handtuch für solche elastischen Seiten. Das habe ich leider nicht. Obwohl natürlich ein gewisser Touch bei meinem Spiel auch vorhanden ist. Vorhand geht ganz gemütlich, wobei ich sagen muss, die Hybrid-Kombi ist einfach für, sag ich mal, für ein schönes Spielen jetzt am Platz, wo man zum Beispiel einfach nur mit einem Senior eine Stunde schlägt, ganz, ganz angenehm zu spielen, da gibt es gar nichts. Geht natürlich überhaupt nicht in den Arm, es ist absolut armschonend, diese Kombination. Also Komfort absolut vorhanden, Komfort top, da gibt es nichts. Das Service, muss ich ehrlich gestehen, kam ganz gut rüber. Denn durch die Elastizität der Seite kam ein recht schöner Schwung zustande, ein schöner Zug. Dadurch kam der Service auch gut. Wobei ich muss gestehen, es gingen viele Bälle, die im Gegensatz jetzt zu einer Polyester-Seite sind, da längs nach einfach zu weit, trotz des Zuges. Also da konnte ich, muss ich sagen, die Länge des Service nicht so gut setzen. Slice absolut schön zum Spielen, da gibt es gar nichts. Also das Slice ist wirklich, wenn man die Ruhe hat und nicht im Bedrängnis ist, ein Traum zu spielen, mit irrsinnigem Gefühl. Seitenverrutschen ist natürlich dann ein Hund. Da war sogar das Seitenverrutschen mit der Darmkombination nicht so drastisch als jetzt mit der ISOSpeed. Hat mich ein bisschen an die Energetik erinnert damals, die habe ich auch gespielt.
Ich musste die Professional Blues wirklich oft richten. Sie haben sich dann schon extrem verschoben, auch die Luxilan. Also insgesamt das Seitenbett. Das war dann sehr oft zum Richten. Also bis jetzt fast schon, muss ich sagen, mein schlimmstes vom Seitenverrutschen her, die schlechteste Bewertung bis jetzt. Armschonung, ich habe es angesprochen, absolut vorhanden, heißt ja nicht umsonst Isospeed. Das Beiname Arm Protection, das ist natürlich auch noch dabei. Power Lever ist vorhanden, ist da, nur wie auch schon bei anderen Seiten, ich konnte das mit dem Power Lever eben aufgrund dieses Schleuderns, dieses Trampolineffektes wenig anfangen. Aber ein Spieler, der ein Isospeed Freak ist, ein Isospeed Fetischist und gerne mit solchen Seiten spielt und die gut kontrollieren kann, der kann natürlich eine gewaltige Power erzeugen mit dieser Kombination. Preis-Leistungs-Verhältnis ist klar, eine Isospeed-Seite ist nicht billig, eine Luxilon-Seite ist nicht billig. Man muss rechnen mit einem Set zwischen 10 und 15 Euro und das dann mal 2, das sind dann halt schon an die 20, 25, wenn nicht 30 Euro für ein ja, qualitativ gutes Seitenset. Ich habe den Schläger bespannt gehabt in einer wieder vielleicht eher untypischen Härte, 26 längs Luxilon, 28 dann die Isospeed, genauso wie bei der Dame. Was war das Resultat? Die Isospeed war wesentlich weicher als die Dame. Eigentlich soll es das gewesen sein, es gibt kein Platzvideo davon, ich habe die Kamera nicht mitgenommen. Zum Match brauchen wir auch nicht mehr, denn mir ist heute der Schläger gebrochen. Warum? Ja, weil ich einen Wutausbruch gehabt habe und den Schläger, also nicht heute, gestern war das ja schon, ich bin immer einen Tag danach, ich habe den Schläger gegen den Schiedsrichterstuhl gefetzt, zum Glück ist keiner oben gesessen und ja, das war's dann mit der ganzen Sache. War aber rechtzeitig, ich hätte sie heute rausgeschnitten, die Seite. Dafür habe ich heute wieder eine sensationelle Partie gespielt gegen einen renommierten Mann, Christoph Ulrich von UTC Wiener Neustadt, und ich habe ihn in Champions Tiebreak besiegen können. Und das alles mit der Oehms Black Pearl, die jetzt noch einen, muss ich sagen, fast schon eine 0,5 Bewertungs Steigerung von mir erhält. Also ich muss ehrlich sagen, die Oehms Black Pearl, die hat wirklich das Wochenende gerettet, wenn man so will. Und da sind wir auch schon am Ende, denn die Zeit läuft uns aus. Ab Montag nur mal mit einem Handschläger unterwegs, ich muss mir schon wieder einen neuen kaufen. Ja, wenn Emotionen im Spiel sind, ist das leider so. Nichtsdestotrotz, ich werde kommende Tage die Disho Yontek 1.25 aufziehen und diese dann auch kommenden Tage, vielleicht dann bereits am Wochenende den Bericht machen, ja, ausgiebig testen. Und ja, wie gesagt, schickt mir Seiten. Wenn ihr Seiten zu Hause habt, egal welcher Marke, ja, einen Vorrat habt, ein bisschen Überschuss, bitte schickt mir die Seiten und ich teste sie für euch. Und das kostenlos natürlich, ganz klar. Für seitenforum.de. Schönen Abend, schönen Sonntag und bis zum nächsten Seitentest.